Jetzt haben wir ein Projekt ziemlich tough durchgezogen, in ganz kurzer Zeit. Wir haben ein offenes Atelier gemacht in Bern-West. Für mich war das das erste Mal, wo wir so direkt spontan draussen sind arbeiten. Jetzt möchte ich dich gerne fragen, wie war das für dich? Und jetzt gebe ich auf das ganze kurze Antwort, eine prägnante. Für mich ist das, ich bin jetzt sehr müde. Das merke ich. Es war recht intensiv, sehr anstrengend. Also einfach auch, weil man glaube ich unterschätzt, dass alles dazugehört. Und aber ich bin eigentlich, ich habe sehr Freude am Ergebnis. Vor allem jetzt heute mit den, ja, wie das ist rausgekommen eigentlich. Und mir hat es sehr spannend gedacht, wie zum Teil die Kinder einfach aus diesen Häusern sind gekommen, wie die Mucke zum Licht. Und sich wirklich stundenlang konzentrieren und so ein Bild malen. Und das hat mich wirklich fasziniert. Das habe ich wirklich spannend gefunden. Nachher nimmt mich noch Wunder, der ganze Prozess ist ja, wir ja nicht so richtig gewusst, wie wir das Zeug zusammennähen und so. Wie hast du das erlebt? Nein, mit dem Zusammennähen von dieser Fassade? Ja, also ja, grossen Respekt vor dem Kompetenzzentrum. Weil ich wirklich gestaunt habe, in welcher kurzen Zeit sie das gemacht haben. Und ich weiss, dass das technisch eine grosse Herausforderung ist, so grosse Bitte zusammenzunehmen. Und ich möchte ihnen ein grosses Kompliment machen und ihnen auch ganz fest Merci sagen für das. Und das haben sie wirklich cool gemacht. Chapeau. Ich habe dich sehr spontan angefragt, ob du zum Kiosk Offspace Projekt interessiert wärst, entweder selber etwas zu machen oder eventuell ein oder zwei von deinen Studentinnen oder auch mit der ganzen Studentinnenklasse. Du hast mehrere Klassen, die du unterrichtest, zu arbeiten. Und du hast sehr spontan zugesagt. Ich möchte gerne, dass du einfach etwas aus deiner Sicht dazu würdest sagen. Ja, also ich hatte schon mal etwas gemacht bei dir, mit dem, das hat mir sehr gefallen und ich finde das Projekt sehr, also es berührt auch mit, also auch das Gegenüber von Creaviva, Borkley, das fand ich, also da bin ich total ein Herz und Seele mit dieses Vorhaben und klar, wenn das geht, fand ich auch eine gute Idee mit Studierenden das zu machen, aber ich habe eigentlich viel da nicht mehr gemacht. Ich habe Caroline von Gunten so weggeschickt, das ist jetzt unternommen und erst am Schluss habe ich ein bisschen Sachen die Sachen angeschaut und ich kam auch an Arbeitssitzungen, aber kurz zum Schauen. Und dann gestern mit den Fotos, die gemacht worden sind, waren echt der berührende Moment. Also wenn man alle diese Finger vor der Linsekamera sieht, hat mir also wirklich diese Körperlichkeit und also diese Landschaft oder diese Umgebung und immer diese Finger da vorne als Präsenz, als Körper dazwischen, hat mir recht entzückt. Und es war wirklich spannend, das zusammen auszusuchen, auszuwählen und das hier in diesem Kontext zu präsentieren. Ich finde es noch recht schön, wie das funktioniert, auch mit diesem sehr mächtigen Kiosk und diesen sehr kräftigen Dings, wie das eigentlich gut zusammengeht. Also ich bin wirklich vom Ganzen sehr erfreut. Carlotta, dir möchte ich ganz, ganz herzlich danken. Du bist absolut spontan eingesprungen. Du warst eine riesengroße Hilfe bei all diesen drei Anlässen, die wir durchgeführt haben, mit unserem offenen Atelier.
Ich möchte gerne, dass du kurz aus deiner Sicht erzählst, was du erlebt hast. Einerseits hast du mit den Kindern sehr geduldig immer wieder dir Zeit genommen, mit ihnen zusammen gearbeitet, andererseits bist du mitten auf Tour und hast die schönen Fotos mit ihnen gemacht. Tu doch du aus deiner Sicht schnell etwas dazu sagen. Ja, also ich habe es so herzig gefunden, wie halt die Kinder irgendwie so im Prozess aus sich rauskommen und vor allem auch die verschiedenen Alter, wie sie miteinander gearbeitet haben und einfach, dass es überhaupt keine Grenzen gegeben wie da. Und das hat mir sehr gefallen. Und eben, wie sie auch haben, so einfach erzählen von ihrem Leben und so, einfach auf die Art mit dem Zeichnen. Und da kommt viel mehr über, auch mit, wie sie so, welche Farben sie brauchen, auch so, mit welchen Gefühlen sie dabei haben. Das finde ich wirklich schön. Und wie sie so stolz sind, von wo sie kommen und wie sie da, ja, in die. Und mit den Fotos, das habe ich sehr super gefunden, haben sie wirklich mega Freude gehabt, wie sie einfach sie sind rumgelaufen und haben wirklich für alles irgendwie Faszination entwickelt und alles so mit ganz anderen Augen angeschaut, viel so Details gefotet und Pflanzen und Häuser und eben, das habe ich wirklich, hat mir mega gefallen, das war ganz schön gewesen. Da habe ich auch wie das halt so wieder aus Kinderaugen gesehen, was ihnen so gefällt, der Umgebung. So, ja. Yeah.